Hallo zusammen, hier ist wieder Ocella und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um den Erfolg Schlafender Drache und für diesen müssen wir ein Wolkenschlangen-Ei während der Begegnung mit den Jadefeuermeistern in der Schlacht von Dazar'alor auf den Schwierigkeitsgrad normal oder höher ausbrüten. Und wie wir das machen, zeige ich euch jetzt mal. Wir gehen als erstes her und pullen hier einmal den Boss und fokussen komplett den Feuermage. Normalerweise macht man ja als allererstes immer den Monk, aber hier in dem Fall den Feuermage. Denn wir müssen ein Ei aufheben und das darf möglichst keinen Feuerschaden kriegen. Und deswegen werden wir es erst aufheben, wenn wir hier diese Bomben gemacht haben. Bei 30 Energie kommen quasi hier diese Bömmchen. Die hauen wir um und hinten habt ihr schon dieses grüne Mark gesehen. Und dort ist ein Ei, das unsichtbar ist. Das kann man auch schon am Anfang aufheben, also bevor quasi man den Kampf startet. Ist aber nicht empfehlenswert, weil wenn eine Bombe hochgeht, zerstört das das Ei und damit ist das Achievement einmal gefailt. Und ihr seht, wir haben jetzt quasi gerade alle Eier zerstört. Unser DH, der gleitet dahinter zum grünen Mark. Da liegt das Ei, hebt das auf. Und ab jetzt darf er möglichst keinen Feuerschaden kriegen, sonst wird das Ei einmal gebrochen. Heißt, er muss jetzt gucken, dass er von nichts erwischt wird. Wichtig für euch zu wissen, der Tank-Debuff ist auch Feuerschaden. Wenn er ausläuft, bekommen wir den alle. Das zählt nicht rein, das ist kein Problem. Schaut einfach, dass ihr den Mage hier runter fokust. Das Ei müsst ihr auf jeden Fall aufheben, bevor die 60 Energie erreicht haben. Also diese Phase hier, wenn man zusammengeportet wird. Und da gibt es ja auch diese Einschläge. Davon darf man sich auf keinen Fall erwischen lassen, wenn man das Ei trägt. Wenn ihr das Ei nicht aufgehoben habt, bis zu dieser Phase gibt es einen Phönixschlag und das Ei wird zerstört und ihr habt verkackt. Ja? Ihr könnt, wenn ihr euch sicher seid und die Bomben schnell genug macht, auch das Eigeladen zum Anfang aufheben. Es ist halt ein zusätzlicher Risikofaktor, deswegen haben wir uns dazu entschieden, es ein bisschen safe zu spielen. Ja? Dann spielt ihr hier einfach ganz normal quasi hier diese Wand und fokus den Feuermage runter. Ich kann jetzt hier auch noch mal kurz einblenden, wo ihr das Ei auf der Allianzseite findet. Da hat man ja eine ein bisschen andere Arena und quasi sieht es da ein bisschen anders aus mit den Räumlichkeiten. Deswegen hier noch mal die Einblendung. Wichtig ist dann, sobald ihr den Feuermage einmal runtergenukt habt, dass ihr dann schaut, dass ihr den Breath von der von dem Monkschlange quasi einmal über das Ei drüber haut. Wir hatten gedacht, dass dort dann was passiert, also sprich, dass dann ein Ei schlüpft und ein Drache rauskommt oder irgendwas, irgendeine Animation. Das passiert nicht, deswegen haben wir sicherheitsweise zwei, dreimal drauf breffen lassen. Es passiert einfach gar nichts. Das Ei schlüpft auch nicht anders, als man es erwarten würde, wie es im Achievement steht. Also man muss quasi einfach einmal drauf breffen lassen. Vielleicht macht es wie wir ein, zwei Mal den Breath draufhauen. Und dann haut ihr den Boss um. Ja? Also wir haben zumindest an dem Ei nichts feststellen können, dass sich es verändert. Aber wie ihr seht, bei uns hat es geklappt. Achievement ist aufgeploppt. Und ja, damit sind wir auch schon durch mit dem kleinen Achievement Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich damit ein wenig weiterhelfen. Solltet ihr Fragen, Anregungen, irgendwas haben, schreibt es gerne in die Kommentare. Mich hat es gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.